Ich bin Bierspitzenkoch Jürgen Andruschkewitsch. Heute tun wir die grünen Samen von der Kapuzinerkresse ernten. Daraus machen wir Kapern. Man kann aber auch die Blätter und die Blüten essen, in Salat oder zur Füllung verwenden. Schmecken sehr, sehr lecker. Heute kochen wir Kapuzinerkresse Kapern. Nimmt man die grünen Samen von der Kapuzinerkresse. Die haben wir jetzt gesammelt, gewaschen, die werden jetzt eingesalzen und bleiben dann 24 Stunden mit dem Salz stehen. Das Wasser entweicht. Das ist wichtig, um sie haltbar zu machen. Die werden jetzt gut durchgeschwenkt. So, die Kapuzinerkresse ist jetzt richtig durchgezogen. Jetzt schütten wir sie einfach ab auf ein Sieb, lassen sie gut abtropfen. In der Zwischenzeit kochen wir einen Obstessig oder einen Weißweinessig auf. Und wenn die jetzt gut abgetropft sind, die Kapuzinerkresse, kommen die ins Glas. Und wenn der Essig dann aufgekocht ist, kommt er heiß über die Kapuzinerkresse. Verschließen das Glas. Stellen es auf den Kopf, dass es dicht wird. Und nach 2 Monaten sind die Kapern durchgezogen. Die Kapuzinerkresse-Kapern sind ungeöffnet 1 Jahr haltbar. Wenn man sie öffnet, im Kühlschrank legt, sind sie bis zu 6-7 Monate haltbar. Wichtig ist, dass sie immer mit Flüssigkeit bedeckt sind. Also wir verwenden die Kapuzinerkresse-Kapern vorwiegend zu Tofu-Tartar oder dann zum Schweinefleisch, zu einem Steak. Da machen wir eine Kapernsoße dazu. Die hat einen leicht säuerlichen Nachgeschmack und schmeckt sehr lecker.